Und dann den Plant. Ach, am Anfang. Ah, wir haben noch gar keine Range-Upgrades dafür, ne? Was kann man Nee. denn gut da reinmachen? Upgrade. Oh, das sind viele Upgrades da. Bronze, Silber, Gold, Quartz, Diamond, Emerald, Cobble. Also ich würde sagen, Gold kriegen wir noch ganz gut hin. Ja. Okay, das increased die Range um 7. Das heißt, wir haben 7 auf jeder Seite mehr. Sind 14, sind mit den Anfangs 3 17. Boah, das ist schon reichlich viel. Schreib's direkt. 2, 3. Oh, lol, was hast du gemacht? Runtergefallen. Ich bin geflohen. 4, 5, 6, 7, 8. Schaffst du es denn zu deinen Sachen überhaupt wieder hin? Los. 9, Wo ist mein 10. Todespunkt? Wenn er mehr als einen Kilometer weg ist oder so, kann sein, dass er nicht angezeigt wird. 10, 11. 11 ist, glaube ich, schon ganz gut. Ja, ich mache die Farm erstmal 11 mal 11. What? Ah, da werde ich abgeschossen von dem scheiß Skelett. Weh, du haust mich in den Abgrund. Na, ich hab. Ah, ich kann dich in den Abgrund hauen. Nice, ich habe ja Jetpack. Bam, down ist es. Hoch, 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 hoch. Okay. Oh, super. Jetzt muss ich erahnen, wo mein 1, Todespunkt 2, ist. 3, 4, 5, Dann leckt der Server 6. kurz. Hey, warum musst du das erahnen? Ja, weil ich Weißt du meinen nicht, wo du hingelaufen Todespunkt bist, nicht so, sehe. oder? Ich bin ja im Kreis gelaufen. 2, 3, 4, 5. Noch erahnen. Da muss ich 500 Meter laufen. Klingt nicht so geil. Wo ich meinen Todespunkt finden sehen kann. Hast du irgendwelche wertvollen Sachen dabei, so? Oder soll ich irgendwie mit Suchen Ja. helfen? Wertvolle Sachen dabei. Warum tust du auch sowas? Oh, wieso muss das gerade jetzt so lecken? Jetzt leckt's bei dir, vorhin hat's bei mir geleckt, ey. Das ist so stumpf. Okay, jetzt brauchen wir hier auch irgendwie Strom. Entweder lege ich jetzt tatsächlich. Ich lege mich mal gerade hin. Wenn keine Monster in der Nähe sind, dann musst du zumindest nur durch nicht so viele Aber Monster durchlaufen. so ein Todespunkt müsste so ein Waypoint setzen, oder? Ja, eigentlich, wenn du stirbst, kommt ein Waypoint. Aber ich sehe hier keinen Waypoint von mir aus. Es kann, wie gesagt, sein, dass wenn die irgendwie mehr als einen Kilometer oder so weg sind, oder was weiß ich, wie viele Kilometer. Vielleicht waren es auch zwei oder drei, dass die dann nicht mehr angezeigt werden, tatsächlich. Und dann wird auch keiner gesetzt, oder was? Doch, gesetzt eigentlich schon, weil der wird ja gesetzt in dem Moment, wo du da stirbst. Da bist du ja sozusagen noch an der Stelle. Meter weg. Aber ich glaube, durch irgendeinen Mod ist auch die Despawn-Zeit geändert, auf 10 Minuten zumindest. Okay, folgendes. Ich brauche jetzt irgendwie Strom. Kupfer. Mache ich zu Kupfer Plates. Mache Also ich von zu was kriege ich schon wieder Kupferkabel. Schaden? Weil du kriegst einfach random Schaden oder was? Ja, ich habe random Schaden bekommen. Was? Klingt irgendwie sehr komisch. Hä, wie geht nochmal ein Hammer? Achso, der geht aus dem normalen und die Schere ging aber irgendwie. Oh, wie ging die Schere nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Okay, die gehört zu IC2 Tools Utility. Die Cutter. Zwei Eisen so. Ach so, okay. Kann ich nicht mal sprinten? Los, du findest die Sachen. Ja, die waren 1500 Meter entfernt, stell dir vor. Ich zähle auf dich. Wir alle zählen auf dich, Helen. Du Und ich sehe schaffst keinen das. Waypoint, stell dir vor. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte? Weil dann könnte ich ja mitsuchen, so. Ja, 1500 Meter entfernt, im Nichts. Dann suche ich nicht mit. Und mir wird nicht mal der Waypoint angezeigt. Nicht mal, wenn ich jetzt auf die Waypoints klicke, habe ich.
Auch dann nicht, oder? Das ist aber komisch. Overworld dann, also. Und Nether. Dann eigentlich müsste das dir anzeigen. Also woran bist du denn genau gestorben? Bist einfach irgendwo runtergefallen, ne? Ich bin Falle gestorben. Weil Stuff of Traveling meinte. Meinte dich erstmal so, da könnte man vielleicht ja mal den Helden hoch teleportieren. Ja, ich war ja auch nur, stell dir mal vor, oben auf dem Berg. Mit vollem Leben. Huch, hier bin ich aber nicht geleckt. Runtergefallen. Alles geht nur. Ich hoffe mal, dass hier keine Monster sind. Was wegen mir? Nein. Da ist schon irgendwie wieder was fundamental missverstanden. Hier ist es zu dunkel. Licht, gib mir Licht. So. Ich wette mit dir, der hat keinen Waypoint gesetzt. Also klar, kann passieren, aber eigentlich sollte er das tun, so. Er hat keinen gesetzt. Aber warum sollte er das nicht tun jetzt, so? Wenn das eigentlich immer passiert. Sonst würde er mir doch den Waypoint anzeigen. Ja, eigentlich schon. Als ich 1500 Meter plus vom Haus entfernt war, hat er mir den Waypoint trotzdem noch angezeigt. Wie weit er weg war. Hm. Ja, kann ich dir leider auch nicht wirklich helfen. Wieso sollte er da meinen Todespunkt nicht anzeigen sollen? Oh, warte mal, eigentlich wollte ich da. Ach, das ist auch egal von der Höhe. Oder ja, egal. Ich habe einen Dungeon gefunden. Oh ja, hier ist einiges an neuem Zeug drin. So, wie war das jetzt? In Raw Rubber musste man jetzt erst nochmal schmelzen, ne? Damit er dann benutzbar ist. Richtig. Okay, das schmilzt vor sich hin. Das hier kann ich dann schon mal da rein tun. 800 Meter vom Haus entfernt, ich sehe trotzdem keinen Todespunkt. Oh. Da geht schon vieles verloren. Ja, Spitzhacke. Die Hose. Hm, stimmt schon. Und deine Night Vision Goggles. Advanced Solar Panel. Was? Nein, den hattest du nicht. Oh doch. Oh, nein, doch. Nein. Ich wollte mir einen Solarhelmet bauen und den hatte ich schon. Echt? Wie hast du den denn hinbekommen? Braucht man dafür nicht irgendwas total abgefucktes? Nee, für einen Advanced Solar Panel nicht. Okay. Jetzt wollte ich schon wieder sagen, ich krieg schon wieder von irgendwo random Schaden ab, aber das stimmt nicht. Kein Essen mehr. Das ist also der random Schaden. Aha. Nee, jetzt habe ich echt kein Essen mehr. Davor habe ich echt random Schaden abbekommen. Hast du nicht gesehen. Lief nur mal rum und auf einmal zack, zack. So wie als hättest du kein Essen. Aber da hattest du Essen. Ja, da hatte ich noch 5. Konnte sprinten. Okay. Hm. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich uns Enderperlen craften kann. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Weißt du, jetzt wo ich meine Sachen verloren habe und jetzt in diese Richtung gehe, finde ich ein Dungeon. Von Minecraft, so ein Dorf. Das, eine normale Chest. Okay, ich glaube, ich kriege die Ender-Chest tatsächlich sogar hin jetzt. Auch wenn es dich gerade wahrscheinlich nicht so interessiert. Los, jetzt finde deine Sachen da irgendwie wieder. Du musst doch noch eine Ahnung haben, wo die sein könnten. Ja, ich kenne die Richtung so circa bevorstimmen, aber mehr nicht. So erahnen kann ich mir die Richtung. Bis ich 1500 Meter hab. 585 besser gesagt. So, das hier wenn man noch. Wenn man auf die Karte guckt, müsste man nach rechts oben laufen, circa. Dann laufen die Kabel da so her. 1260. Daher. Okay, aber ich muss auch noch ins Schneegebiet reingehen. Harvester kriegt schon mal Strom. Jetzt mal
So eine Ender-Chest. Ich bringe gleich irgendwelche Schweine und Schafe um, damit ich wieder sprinten kann. Kill them all. 1, 2, 3. Ach, eine Wolle fehlt mir auch noch. Ah! Wir haben doch Schafe. Wo ist die Wolle? Da. Ja, ja, nur mein Inventar strotzt über vor allem wirklichen. Im Ernst, das ist doch eine Verarsche. Jetzt finde ich noch irgend so einen komischen Turm. Seit ich tot bin, habe ich jetzt drei verschiedene Dinge gefunden, die ich nicht habe. Und vorher alles nicht. Oh, nichts, ne? Jetzt ein Village, ein Dungeon, dann noch so einen komischen Turm. Hm. Das auch schon wieder nicht mitnehmen hier. Zack, zack. Leute, jetzt bist du schon wieder irgendwo runtergefallen? Also Helen, Mensch. Das war ein unsichtbarer Boden. Und auf einmal ist der Boden in mir zusammengebrochen und ich bin runtergefallen. Das war eine Tourmee, ich wollte nämlich einen Waypoint setzen. War das eine Falle quasi, oder? Warum soll ich das wissen? Ich bin einfach runtergefallen. Jetzt schreibe ich mir die Koordinaten auf. Ja. Sounds like a plan. Respawn. Natürlich, ich spawn in den Boden rein. Und hätte mir den Todespunkt nicht angegeben. Ist ja komisch. Waypoints, ja. Todespunkt nicht. Items weg. Ach, hier, nimm mein Jetpack. Da, aber find deine Sachen wieder. Erst wenn ich mir noch das Essen hole. Ja, kannst auch machen. Ist da noch irgendwo was? Sonst habe ich noch ein paar Brote über. Ich habe hier ein paar Bären und draußen habe ich noch ein paar Bären. Ich brauche eine neue Schippe. Obwohl, ich habe doch den Mining Grill hier. So. So. Ach, das muss noch einen tiefer alles. Oh ja, okay, jetzt bin ich auch runtergefallen, weil hier Sand war. War zum Glück nicht so tief. Schwebender Sand, so eine Sauerei. Okay, so. Ah! Wasser! Geh weg, Wasser! Ich will dich hier nicht. Kann ich wenigstens schnell fliegen. Ja, sollst du dann irgendwie schon finden, die Sachen, denke ich. Dann falle ich nochmal runter. Der Jackpin zu Ende geht, tot. Nein, wer? Den brauchen wir. Nein, ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. Toll, dann müssen wir nochmal hinlaufen zum Jetpack, was dann schon wieder despawned ist, weil du dann nicht so schnell bist. So, das hier erstmal so, das da so. Hab ich noch verloren? Ich habe 7 Sticks. Ich habe noch 7 Sticks das verloren. Das kann man daher laufen lassen. Ja, 7 Sticks sind jetzt ja, ich sag mal, ziemlich scheißegal, so. Sticks verloren, damit könntest du so viel machen. Auch so viel machen mit den Sticks. Sind so unglaublich toll. Kannst du schlafen gehen? Dunkel. Ja, kann ich gleich machen. Okay, das da muss gleich auch dann noch weg und dann kriege ich da irgendwie das Kabel hin. Aber ich glaube, uns fehlt Kupfer für die Kabel. Miese Scheiße. Ja, ich glaube, es fehlt tatsächlich nur Kupfer. Okay, das läuft daher, läuft daher, läuft daher, dann läuft es daher. Das ach ja, wenn du die Enderperlen von Endermännern haben möchtest, ich glaube, dann musst du sie selber suchen, weil du weißt ja, die Monster reagieren nur auf Kameramänner. Ja, stimmt schon. Aber wir kriegen die ja aus Mimichi tatsächlich selber gecraftet, das ist ganz cool. Na? Oh, dieser... Oh, hätte ich dir mal nicht das Jetpack gegeben. Ich brauche das hier. Ich komme hier nicht raus. Ah, lass mich hier weg. So. So, jetzt hier. So, weg damit. Okay. Gut. Jetzt habe ich es, glaube ich, endlich. Jetzt nochmal schauen. Das geht dann so. Und der ist da. Und der plantet dann da drauf, sobald er Strom kriegt. Ich glaube, das könnte jetzt passen.
der das Kabel von der Seite kriegt. Okay. So, haben wir wirklich nirgendwo mehr Kupfer so? Glaub nicht. Anscheinend echt nicht. Nee, ich habe ja eben erst die Ender Chests dafür passend gemacht, dass wir demnächst die Sachen direkt in die Base geteleportet kriegen quasi. Stelle ich dann gleich mal auf. Braucht dann die Kohle. Dann setze ich die mal da hinten irgendwo hin. Ah, da ist natürlich direkt ein bisschen Kupfer. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Damit das schon mal so vor sich hin läuft. Obwohl, wie setze ich denn das Teil eigentlich? Den Ort kann ich mich erinnern, weil der so abgespaced war. Kennst du auch diesen abgespaceden Ort mit so vielen Wasserfällen und fliegenden Steinchen? Hast du nicht gesehen? Aber so richtig abgespaced. Was so richtig toll aussieht, aber ungeeignet für Maschinenbau. Okay, wenn ich den jetzt so setze, die Chest da hinsetze, dem das ganze Zeug gebe, Refuel All. Und ohne auf die Koordinaten zu schauen. Im Ernst, ohne auf die Koordinaten zu schauen, habe ich den Turm instant gefunden. Hast du denn jetzt deinen ersten Todespunkt wieder? Oder? Meinen zweiten Todespunkt. Ah, deinen zweiten meinte ich. Den hast du wieder, ne? Den habe ich wieder gefunden, aber da habe ich ja sowieso nichts gefunden außer den Turm. So, das weg da rein. Das da rein. Erde kann hier rein. Dafür fehlt uns Kupfer. Salpeter habe ich hier jetzt noch. Keine Ahnung, was ich damit mache. Das kommt erstmal in die sonstige Truhe. Das hier ist quasi Mobloot. Wo ist Mobloot? Also, nochmal hier. Ja. Um nochmal mitzuschreiben: Ich habe auch ein Jetpack verloren, eine Dierspitzhacke. Also mit ein bisschen Glück ist das noch nicht despawned. Versuch das einfach mal zu finden. Denn wie gesagt, irgendein Mod ändert auf jeden Fall was bezüglich der Despawn-Zeiten. Ist ja wieder Schneegebiet. Das ist ja schon mal gut. Das suche ich. Das Schneegebiet suche ich. Das ist auch ca. 1500 Meter entfernt. Ich brauche nur noch diesen einen scheiß Punkt. Ja, Map, du darfst dich auch laden, wo ich runtergefallen bin. Und ich brauche Kupfer. Komm an das Kupfer nicht dran, ohne das Jetpack. Ah! Ich hoffe wirklich, dass es da gerade ist, weil das ist, glaube ich, sogar das Schneegebiet. Ja, aber unsichtbar.